Johannes der Täufer. Hat eine unglaublich große Bedeutung. Er war ja der Prophet, der das Kommen des Messias, des Heilandes, ankündigt und ihm den Weg vorbereitet und dann mit seinem ganzen Wesen, seinen Worten und Taten auf Jesus Christus zeigte, auf das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Johannes, der Täufer, lehrt uns eigentlich, dass es nicht darauf ankommt, dass wir das tun, was uns gefällt im Religiösen, was wir für richtig halten, sondern dass wir schlicht und einfach den Willen Gottes erfüllen. Auch wenn uns dieser Wille in die Wüste führt. Auch wenn wir diesen Willen Gottes nicht verstehen, auch wenn wir in diesem Willen Gottes geduldig ausharren müssen. Und Johannes der Täufer hat uns ein wunderbares Vorbild gegeben. Er hat nie auf sich gezeigt. Er hat immer auf Gott gezeigt, auf den Heiland. Es gibt viele, sicher, das sind die Worte Jesu da drin, in der Bibel. Und wer so nicht kennt, schadet nichts. Ich würde nur sagen, Neue sollen nicht so mit dem Alten Testament anfangen. Das ist so kompliziert. Das ist ja manchmal ein richtiger Krimi. Ja? Aber das versteht man dann eh. Ich meine, erst wenn man dann den Heiland so kennenlernt. Also werden wir. Aber ich kann euch sagen, wenn Gott jemand packt, nimmt, für sich benutzt, dann gehst du zuerst auch durch die Wüste. Ich kam mit 9 Jahren, wurde ich ja von Gott oder vor Gott entrückt. Es ist dann bei mir aber so, es gibt viele, wo auch schon entrückte Menschen. Aber damit meine ich jetzt nicht Nahtoderfahrung. Und bei dieser Entrückung hat er mich gefragt, willst du das alles behalten? Und ich war ein 9-jähriger Bube, also die Antwort kommt sicher nicht von mir. Die hat er mir eingegeben. Ich sagte, nein, lieber nicht. Gib es mir einfach zu jeder Zeit, wo es sein muss. Und dann hörte ich noch das Wort, du hast gut geraten, also gut geantwortet. Und jetzt fing mein Warten an. Ich wusste irgendwo hinter einem Vorhang, dass Gott etwas an mir noch vorhat. Jetzt würden viele anfangen, sag mir, was muss ich denn tun? Ich habe gewartet. Ich habe gewartet. Ich wusste, es muss etwas mit ihm, etwas Geistiges oder was. Ich habe gewartet. Und dann kam die Antwort, Nikolaus, du sollst heiraten. Boing. Habe nicht an das gedacht. Das war doch sicher nicht das Geistige, wo ich noch zukommen soll. Aber ich habe nicht angefangen zu diskutieren. Sein Wille, es soll geschehen. Heute weiß ich, dass es für mich viele Vorteile hat. Allerdings verlangte dann mein Bischof Zölibat, als ich dann mit meiner Frau besprochen habe. Seht ihr, ich höre immer, wie die Leute fragen. Der Heiland hat selber gesagt, es fällt kein Haar von deinem Haupte, wo Gott nicht weiß.
Ich habe immer, auf mir ist vieles gekommen, wo ich im Moment nicht gewusst habe, was er meint damit. Dann habe ich gewartet. Ich sage einfach, ich bin einfach offen. Ich habe ja anscheinend auch noch einen Verstand. Den muss ich benutzen mit Erfahrung, was man auch gelernt hat. Aber ich bin einfach immer offen, weil ich sollte falsch gehen, dass er mir sagt, halt, stopp. Es ist interessant, wenn man Gott tatsächlich ein Du hat in ihm, wenn man mit ihm sprechen kann. Es ist nicht einfach, das Leben. Ich arbeite heute mehr, als ich jung war, mit 82. Ich habe viel Schweres. Es tut furchtbar weh, ich gebe es zu, wenn man mir alle Schande schreibt in YouTube, ich bin Satan und weiß ich was alles. Es tut weh, aber er sagt nicht mir. Es tut mir weh für den. Es tut mir weh für den. Meine Aufgabe ist, das Band wieder knüpfen. Und wenn das gelingt, dann kann ich gehen, ich kann mal. Natürlich muss man weiterhelfen, das ist ja logisch. Johannes hat ja noch wie im Alten Testament getauft mit gewöhnlichem Wasser. Aber es blieb bei ihnen doch noch die Erbschuld. Taufe war nur ein geistiges Bereitsein für Gott, für den Kommen des Messias. Aber dieser Makel der ersten Eltern, und wer von uns ist ohne Fehler oder ohne Sünde? Niemand. Und deshalb, dieser Makel kann nur, wie der Johannes der Täufer gesagt hat, es kommt jemand, der tauft im Heiligen Geiste oder mit dem Heiligen Geiste. Und das hat dann der Heiland gemacht. Und hat es den Aposteln übergeben, das ist genau wie Beichten. Das heißt, wortwörtlich sind ja Heilandsworte. Er hauchte sie an und sprach, empfanget den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden nachlasset, den sind sie nachgelassen. Wem ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Was heißt das, behalten? Behalten heißt, da kam ein Mann zu mir, beichtete und sagte, Ehebruch, das ist eine schwere Sünde. Gut, und dann, er hat es gesagt im ersten, und dann spürte ich aber, dass das noch nicht in Ordnung ist. Und dann fragte ich ihn, du wirst aber nicht mehr zu dem jüngeren Mädchen hingehen, ins Bett. Kann ich nicht, ich muss wieder. Sag ich, warum kommst du im Beistuhl? Das nützt ja nichts. Du musst mindestens den Willen haben, menschlichen Willen. Nicht mehr zu sündigen, nicht mehr das zu machen. Heute macht man die sogenannten Bußfeiern. Das genügt für lästliche Sünden. Aber schwere Sünden, die vergehen nicht. Denn wie kann denn der Priester urteilen? Das ganze Kirche voll, darf er dann sagen, ja, du dort hinten, ich muss woanders sein, meint dann jemand, ich hätte den gemeint. Du da. Dir kann ich die Sünde nicht vergeben und dir da kann ich auch nicht vergeben. Ist ja nicht möglich. Der Beistuhl ist eigentlich, der sollte der normale Priester durch die Weihe, die er hält, sollte eine Gabe bekommen, dass er den Menschen verstehen kann, ihm raten kann. Wenn man mal etwas ganz schwierig ist, dann sage ich, weißt du was? Gehen wir nochmal raus und reden unter vier Augen miteinander darüber. Das ist ein Sakrament und das Sakrament muss nach Art und Weise Gottes geschehen. So gäbe es so vieles, was noch zu sagen wäre.